Du bist richtig fies zu mir in letzter Zeit. Guten Morgen, Leute. Das ist jetzt der dritte Kamerawechsel, den ihr mit mir mitmacht. Herzlich willkommen im ersten Video mit meiner neuen Kamera. Ja, man muss ja flexibel bleiben, variabel bleiben. Oh, heute ist Nikolaus und ich bin verabredet zum Plätzchen backen heute Abend. Ich muss ehrlich sagen, die nächsten Wochen werden hart, weil ich so viele Auftritte habe, dass ich mich, um ehrlich zu sein, schon gar nicht mehr so wirklich freue, sondern ich froh bin, wenn ich das hinter mir, also wenn ich das geschafft habe, sage ich jetzt mal so. Und das, finde ich, ist keine irgendwie gute Herzenshaltung, deswegen habe ich mir fürs neue Jahr auf jeden Fall vorgenommen, das nicht mehr zu machen, weil wenn man sich so überlädt, dann verliert man halt so die Freude und den Fokus auf die einzelnen Dinge. Ja, ich bin halt bis zum 20. Dezember bin ich noch in Kehl, in Stuttgart, in Köln, in Marburg, in Koblenz und das ist einfach ein bisschen too much. Hallöchen, ihr Lieben. Wir melden uns aus Luises Küche. Mal wieder. Mal wieder. Erkennt ihr sie noch aus dem Vlog mit dem Krebs machen? Mit 4 Kerzen. Nee, 5. Und unser Ziel ist es, jetzt Vanillekipferle zu machen. Vanillekipferle. Weil heute Nikolaus ist. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe sie noch nie ohne Mama gemacht. Nein. Oh, first times here. Sehr schön. 200 Gramm Weizenmehl. Ich fühle mich zurückversetzt in Anno, keine Ahnung, wann hat man die benutzt? 60er? Anno 60er. Anno 60er. Ist eigentlich so voll der Kulturencrash, weil daneben steht hier die schöne Jägermeisterflasche. Das ist ein Seifenspender. Ich weiß. In die Schüssel? Ja. Okay. Davon muss man halt auch heiß essen, ne? Ich würde tatsächlich auch sagen, die könnten noch ein bisschen. Echt? Aber ich weiß nicht, wie die sein müssen. Mhm. Aber guck mal. Ach ja. Nein, nein, sag du. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin auch. Mit einem guten. Ich glaube, ich höre das auf. Ja, ich glaube auch. Das ist so schön. Das ist unser Werk. Hallo. Wir sind's. Hi. Alex und Jana, wir machen Salat. Ein chilliger Freitagabend, ich muss nirgendwo hin. Erst morgen in aller Frühe, aber daran denke ich nicht. Chilliger Freitagabend. Jana ist ein bisschen verrückt. Chilliger Freitagabend, Dinner is ready. Dinner is ready. Hallo Leute. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit mit Alex. Richtig guten Deep Talk. Ich spreche so oft und so viel über den Glauben und mit so vielen Menschen, die mir Fragen stellen. Und es ist so Hammer, von jemand anderem ermutigt zu werden. Und so mich mega bewegt hat mich halt, bist du auf Gottes Seite? Also nicht so den Gedanken zu haben, okay, Gott ist auf meiner Seite und Gott ist mit mir und blablabla, sondern ich bin auf seiner Seite. Gott kämpft nicht meinen Kampf, ich kämpfe seinen Kampf. Und einfach zu sagen, ich bin in seinem Team. Und irgendwie ist es so ein krasser Perspektivenwechsel, nicht zu sagen, Gott ist in allen Situationen mit mir, sondern bin ich überall mit Gott. Das fand ich irgendwie richtig bewegend. Ja, jetzt habe ich noch mit Henny und Chris ein bisschen kommuniziert wegen unseres Auftritts morgen. Ich feiere morgen fast an die Grenze zu Straßburg. Und habe auch vor, ein paar alte Texte aus meinem ersten Hörbuch vorzutragen. Das heißt Aufwärts. Poetry Slam Texte zwischen Himmel und Erde. Und ich finde es so krass, weil ich werde einen Text vortragen, der nennt sich Was wenn? Und hier steht, ich bin 17. Oh, Jon. Er hat mir vor einer halben Stunde geschrieben, wir telefonieren. Jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Hallo. Großrunde diesmal. Großrunde, ja. Was fällt dir ein? Meine Waschmaschine. Ich und meine Waschmaschine sind jetzt wieder so, aber wir waren gerade nicht so. Ihr wart nicht so? Wir waren gar nicht so dicke. Aber, genau. Sie musste mir wieder klar machen, weil hier die Chefin im Haus ist. Jetzt habe ich mich unterworfen und jetzt hat es geklappt. Ja? Warum bist du nur so halb-faced auf dem Bildschirm? Besser? Ja. Ich will dein ganzes hübsches Gesicht sehen. Ja, das ist aber nett. Ja, danke. Ne? Du bist nicht so nett zu mir. Wie geht's dir? Du bist richtig fies zu mir in letzter Zeit. Wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Nicht, dass du denkst, ich bin ein netter Typ oder so. Ist nicht schlimm. Ich übe gerade tatsächlich, deswegen habe ich auch die Kamera draußen, ich übe gerade tatsächlich Texte für morgen. Ich habe gerade erzählt, dass ich morgen Texte vortrage aus meinem ersten Buch. Und hier steht, also ich bin einfach total, also erstens steht da halt drauf so Jana Heil oder Schülerin. Und ich habe hier einen Text, und da steht, ich bin 17 und in den Augen vieler noch klein. Doch habe auch ich, wie ihr, das Privileg zu sein. Und wenn du mich fragst, ob ich gerne älter wäre, dann würde ich verneinen, denn ich habe keine Eile. Ich lese lieber zwischen jeder Zeile, denn so ist das Buch nicht so schnell zu Ende. Denn ich habe nur das eine und leider keine Buchbände. Und ich denke mir so, Alter, da war ich 17. Mittlerweile hast du Bände. Mittlerweile habe ich Bände. Hast du recht. Morgen, Leute. Es ist 7 Uhr morgens. Ich bin so früh wach, weil es heute für mich ja nach Kehl geht und Kehl am anderen Ende von Deutschland ist. Deswegen muss ich mich so früh auf den Weg machen. Das Verrückte an der Sache ist, dass wir auf einem Weihnachtsmarkt sein werden. So, Leute, ganz kurz vor Offenburg. Dort steige ich um nach Kehl. Beziehungsweise da werde ich eingesammelt von Henny und Chris. Willkommen! Willkommen! Im Caddy! Wir sind echt aus so einem Hip-Hop-Video. Ja, du siehst voll hart aus. Leute, wir sind wieder vereint. Da bist du übrigens, du rührst die Stimme von hinten. Wir sind irgendwie mehr als sonst. Es könnte euch aufgefallen sein. Wir haben 2 Special Guests dabei. Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin Lukas. Ich bin Tim. Und das ist unsere musikalische Verstärkung, damit man uns auf dem Weihnachtsmarkt heute nicht einfach überhört. Chris, freust du dich? Hey, ich freue mich mega. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Das Wetter ist so semi-kalt. Es sind, glaube ich, so 7 Grad. Es regnet ein bisschen, aber ich glaube, es wird gut. Einfach ein typischer Weihnachtsmarkt-Tag in Deutschland. Wir haben Glühwein Flatrate. Alright, cooles Ending. Leute, wir sind angekommen auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben halt no joke direkt hinter der Bühne geparkt, die ihr hier seht. Der Weihnachtsmarkt ist gar nicht so groß, das liegt wahrscheinlich daran, dass Kehl gar nicht so groß ist. Künstlergarderobe, wie man es sich vorstellt. Hier ist eine übertriebene Hitze drin. So, wir sind jetzt auf der Bühne am Aufbauen. Ich stehe schon vor meinem Mikro und man sieht auch schon so richtig schön die Weihnachtsbeleuchtung. Wir machen uns jetzt also fertig und dann gibt es einen Soundcheck und dann geht's los. Ich glaube, ich habe noch nie in so einem unschönen Outfit. Ich habe Strumpfhose unter meiner Jeans und so performt. Ja, aber ich bin trotzdem gespannt. Mal gucken, wie es so wird. So, Leute, das ist doof gelaufen. Meine Speicherkarte hat den Geist aufgegeben. Irgendwie, irgendwas ist immer. Aber ich dachte mir, ich nutze jetzt die Zeit von zu Hause, euch einfach so ein bisschen noch zu berichten, wie es war. Ich muss sagen, so die ersten 3 Texte habe ich mich nicht so besonders wohl gefühlt, weil es halt sehr wuselig war, auch laut. Die ersten Texte hatte ich halt auch so gewählt, dass sie eher so was, eine gesellschaftlich breitere Masse ansprechen würden. In der zweiten Hälfte quasi habe ich halt angefangen, so das Evangelium zu droppen. Also so in meinen Texten, aber auch in dem, was ich zwischendurch gesagt habe. Und da habe ich mich richtig wohl gefühlt, weil in den ersten 3 Texten war das so, ich hatte das Gefühl, ich war so bei mir, so zurückgezogen. Und dann habe ich gemerkt oder wurde mir so klar, ich bin bei mir mit meinem Gott. Und ich fand das so einen krassen Gedanken sozusagen. Ich stehe einfach irgendwo in der Stadt, mitten in der Innenstadt und ich darf erzählen, woran wir glauben, an diese Hoffnungsbotschaft und was wir an Weihnachten feiern. Und es war so richtig, ja, irgendwie cool. Chris und die beiden anderen Jungs, die wir noch dabei hatten, Tim und Lukas, die haben ihre Aufgabe richtig gut gemacht. Es war richtig toll und harmonisch und richtig super. Der absolute Hammer ist, dass die liebe Steffi extra mit ihrer Schwester nach Kehl gefahren ist, uns auf dem Weihnachtsmarkt dann angesprochen hat und ein so Briefchen hinterlassen hat an das Trio Jana, Chris und Henny. Die haben es natürlich auch sofort aufgemacht. Es ist wirklich so süß. Da steht Coffee gets me started, Jesus keeps me going. Und sie hat richtig schön einfach da reingeschrieben, einen Text für uns. Ja, dass sie mich auch schon länger verfolgt und meine Videos ermutigend findet und auch einfach super findet zu sehen, wie wir zusammenhalten und zusammenarbeiten zur Ehre unseres Herrn. Also richtig, richtig vielen lieben Dank, Steffi, an der Stelle. Und jetzt sitze ich hier und schreibe jetzt noch Tagebuch. Und morgen geht die Uniwoche wieder los und die Woche wird voll. Und ich nehme euch mit. Also bleibt gespannt. Tschüss.